Funktionsscharen mit wirtschaftlichem Bezug. Ja, das ist jetzt eigentlich eine relativ kurze, knappe Aufgabe. Wir haben die Preisabsatzfunktion PA eines Monopolisten, ist vom Parameter A abhängig. Das heißt, das A steht hier nicht für Absatzfunktion, sondern es geht um die Preisfunktion P. Und das A ist ein Parameter, der in dieser Preisabsatzfunktion eben auftaucht. Und deshalb nimmt man dieses A hier mit in den Index. In der Regel ist es ja auch so, dass dafür in der Regel die Nachfragefunktion als Preisabsatzfunktion dient. Denn die Nachfrage ist ja bei einem Monopolist im Grunde das Maßgebliche. Er legt einen Preis fest und dann guckt er sich nur an, wie viel wird dazu nachgefragt. Und dann bringt er das eben auf den Markt. Insofern ist es ja auch eine fallende lineare Funktion, die du ja schon kennst. Und diese fallende lineare Funktion, diese Preisabsatzfunktion, ist jetzt hier von einem Parameter A abhängig. Das heißt also, je nachdem, wie ich die Steigung hier wähle, verändert sich dadurch diese Preisabsatzfunktion. Und wenn man jetzt einen Schritt weiter denkt, also welche Erlöse macht denn eigentlich der Monopolist hier, dann ist logischerweise auch die Erlösfunktion von diesem Parameter A abhängig, denn die Erlösfunktion ergibt sich ja aus der Preisabsatzfunktion. So, und für den Wert oder die Werte, die für A möglich sind, für den Parameter A, ergibt sich jetzt ein Intervall, nämlich 2 bis 5. Das sind die Werte, die man hier einsetzen kann. Und hier soll jetzt gezeichnet werden für diese Werte. Und das wurde hier gemacht, nämlich 2, 3, 4 und 5 wurden nacheinander hier eingesetzt. Und man sieht, dass die erste Erlösfunktion hier so ein großer Bogen ist, also eine nach unten geöffnete Parabel, die hier zwischen 0 und 20 läuft. Wenn da aber schon eine 3 eingesetzt wird, also man geht jetzt mit dem Wert für A hoch, dann wird die Parabel sozusagen kleiner und noch kleiner und noch kleiner, je nach Größe des Werts A. So, also das kann man hier wunderbar so einzeichnen. Und so, jetzt geht's weiter. Und zwar erläutere die Auswirkung des Parameters A auf die Gestalt der Erlösfunktion. Und wir sehen ja, dass die Erlösfunktion abhängig von der Wahl des Parameters A ja alle unterschiedlich aussehen. Jetzt probieren wir das mal ein bisschen zu sammeln. Je größer der Wert für A, naja, also wenn man sich jetzt von oben rechts nach unten links bewegt, dann wird ja immer der Wert immer größer. Und man kann aber sagen, desto flacher verläuft E A von X. Das heißt also, die Parabel erreicht halt immer kleinere y-Werte. Du siehst das also allein schon an dem Maxima. Die Extrempunkte werden immer tiefer liegen und somit halt eben auch der Wertebereich jeder Parabel entsprechend, wenn man den Wert für a vergrößert. Desto kleiner ist die Sättigungsmenge bzw. desto schmaler ist dÖk. Die Sättigungsmenge ergibt sich ja immer eigentlich durch die Preisabsatzfunktion, also diese fallende Nachfragefunktion, die du aus der Theorie kennst. Und wir wissen aber, dass die Nullstellen der Erlösfunktion ja zwischen 0 und der Sättigungsmenge liegen. Das heißt, hier ist es so, dass immer die Nullstelle, die hier rechts liegt, immer die Sättigungsmenge ist. Und je höher der Wert ist, desto kleiner ist das. Das heißt, desto schmaler ist dÖk. Kann man auch gut nachvollziehen. Und desto tiefer liegt das Maximum von EA von X, hatte ich eben gerade schon angesprochen. Außerdem kann man noch sagen, desto früher wird das Maximum von EA von X erreicht. Das heißt also, ich muss in X-Richtung nicht mehr so weit gehen, um eben das Maximum zu erreichen. Auch das ist eine Feststellung. Und der erlösmaximale Preis bleibt unabhängig von A immer gleich 20 Geldeinheiten. Und das sieht man vielleicht nicht so automatisch, aber wenn du dir jetzt jede einzelne Parabel einmal anguckst, dann kannst du es auch gut nachvollziehen. Denn nehmen wir uns mal hier die kleinste. Da gilt ja, a ist 5. Und ich habe dir dafür jetzt diese Funktionsgleichung hier nochmal reinkopiert. Sagen wir mal, also hier ist a 5. Da hätte ich ja minus 5x plus 40. Bei welchem x-Wert ist denn hier das Maximum der Erlöse? Hier bei dem x-Wert 4. Das heißt, minus 5 mal 4 wären minus 20 plus 40 sind 20. Das heißt, der erlösmaximale Preis wären 20. Da stimmt die Aussage schon mal. Dann gehen wir mal hier auf die größte, auf die rote. Und da ist ja a gleich 2. Das heißt, man hätte die Preisabsatzfunktion minus 2x plus 40. Das Erlösmaximum liegt hier bei einem x-Wert von 10. Also minus 2 mal 10 sind minus 20 plus 40 sind auch 20. Das heißt, für die graue und rote passt es schon mal. Du kannst ja schon mal oder kannst ja noch mal gucken, ob es für die lilane und orangene auch gilt. Das heißt, diese Aussage ist auch korrekt. So, jetzt Teilaufgabe C, bestimme den Funktionsterm der Geraden, auf der alle Hochpunkte von EAX liegen. Du siehst ja, dass alle Parabeln hier sehr, sehr schön, das habe ich hier schon mal so reingezeichnet, deswegen hast du dich vielleicht schon die ganze Zeit gefragt, was ist denn diese lineare Funktion hier, diese Gerade? Diese Gerade geht durch alle Extrempunkte hier, also durch alle Maxima. So, und welche Funktionsgleichung oder welchen Funktionsterm hat denn diese Gerade, auf der eben diese ganzen Hochpunkte von EA von X liegen? Ja, und da muss man sich ja eigentlich, weil es eine lineare Funktion ist, nur zwei Punkte nehmen. Zum Beispiel hier den Punkt 84 und den Punkt
10 und 200. So, was hat das hier für eine Steigung? Also von 4 zu 10 ist eine Steigung von 6. Also in x-Richtung hat man sich sozusagen plus 6 gesteigert. Und in der Höhe von 80 bis 100, bis 200 hat man sich um 120 gesteigert. So, das heißt also, y ist gleich 20x. Denn Veränderung in y-Richtung plus 120, Veränderung in x-Richtung plus 6, 120 geteilt durch 6 ist eben eine Steigung von 20. Und das ist eine Ursprungsgerade, das sieht man, diese gestrichelte Linie kommt hier aus dem Ursprung, also plus 0 müsste man hier hinten noch hinschreiben, wäre mein b, das lässt man aber weg und deswegen hat man hier einfach y ist gleich 20x.